Metta oder Maitri heißt, übersetzt oder kann heißen, liebende Güte, kann heißen Herzensgüte, kann auch sein Akzeptanz oder Freundlichkeit, Wohlwollen. Und es ist auch ein Wohltun, ein Wohltun. Ich kann mir selbst wohltun und anderen wohltun. Ich kann Wohlwollen zu mir selbst haben und auch für andere. Und das ist das, auch vielleicht das Besondere an Metta, an dieser Form der Herzensgüte, dass man immer bei sich selber anfängt. Sich selber wohltun. Weil wir nichts geben können, was wir selbst nicht haben. Wenn wir für uns selbst Güte und Wohlwollen und Wohltun wirklich empfinden und auch so handeln, dann mehrt sich dieses Gefühl, wird stärker und es drängt eigentlich danach, dass man das auch anderen weitergibt. Das hat so diese Form, diese Eigenschaft von Metta hat es an sich, dass man es gerne verbreitet, weitergibt. Denn dadurch wird es mehr im eigenen Herzen. Es weitet das eigene Herz, indem man es verschenkt. Und wir werden es jeden Abend hier in irgendeiner Form üben, wie man vielleicht denkt, dass es gar keine Art von Liebe eigentlich ist. Aber das Wohltun, um das geht es. Und heute Abend wollen wir uns wohltun mit Ruhe, mit Vertrauen, mit Echtheit. Das tut uns ja wohl, wenn wir so der Erde vertrauen können. Wir sitzen auf der Erde, wir haben die Füße auf der Erde. Wir werden gehalten und getragen von der Erde. Und da kann unser Vertrauen hingehen. Wir wissen, die Erde belügt uns nicht, sie hält uns. Wir können an ihr ruhen. Immer wenn wir schlafen, geben wir uns der Erde hin. Wir sinken zur Erde hin. Und wir lassen uns von ihr halten, von ihr Ruhe geben, Sicherheit geben. Und dieses Vertrauen zur Erde, dieses wirklich tiefe Vertrauen, das bringt uns Ruhe. Ich kann ruhen an der Erde. Ein anderes Vertrauen brauchen wir, dass wir immer atmen können, dass die Luft da ist für unseres Atmen, für unseren Körper, das am Leben bleibt. Auch da ist unser Vertrauen. Wir denken ja nicht immer ans Atmen. Nur wenn wir meditieren, dann schauen wir das Atmen an, regulieren es aber nicht. Aber einfach zu wissen, ja, es atmet in mir. Es geht ganz von allein. Ich kann ihm vertrauen. Auch wenn ich die Augen zumache und wenn ich loslasse, das Atmen geht weiter. Es ist ein großes Vertrauen in uns. Und wir schlafen nur gut und fest, wenn wir dieses volle Vertrauen haben. Zum Leben in uns, das heißt das Atmen, und zur Erde, dass wir uns loslassen können. Und dieses Gefühl, das ist etwas Richtiges, Echtes, loslassen, sicher sein, Ruhe finden. Und die schenken wir uns jetzt ganz bewusst mit dem Vertrauen. Ja, ich vertraue der Erde. Ich vertraue der Luft, dem Luftelement,
dass ich atmen kann. Und ich vertraue meinem Körper, meinem Organismus, dass er weiß, was er zum Leben braucht und es macht. Großes Vertrauen zum Leben. Es tut mir gut. Um mal zu fühlen, wie einfach Leben ist und so gut, so echt. Und mir selbst wirklich immer wieder sagen, ja, ich schenke mir das Vertrauen zur Erde, zur Ruhe, zur Sicherheit, zum Atmen, zum Leben. Ich tue mir gut mit dem Vertrauen. Und dann wollen wir allen hier im Raum, die jetzt mit uns da sitzen, von denen wir die Namen nur mal gehört haben, kaum kennen die anderen Menschen hier. Aber wir wünschen ihnen auch dieses wirkliche Vertrauen, dass sie Sicherheit spüren, Echtheit, Ruhe empfinden. Sie alle Menschen, die wir hier sind. Vertrauen zur Erde, zur Ruhe, zur Echtheit. Vertrauen zum Atmen, Vertrauen zum Leben, dass die Organe in uns funktionieren, dass wir leben. Dieses Vertrauen bringt etwas hervor, was wirklich tief in uns echt ist. Wir brauchen das Vertrauen zum Leben. Alle. Und wir spüren einmal, dass es gut ist, zu vertrauen. Ist gar nicht so schwer, wenn man einmal loslässt, all das viele Denken, all die Möglichkeiten, die es sonst noch gäbe. Nein, nur das Vertrauen ist da. Ich vertraue mich der Erde an. Ich vertraue mich dem Leben an. Ich vertraue mich dem Himmel an. Der Himmel gibt mir Luft, Licht, Wärme. Möge ich das Vertrauen in mir wertschätzen. Und sehe ich, dass das Vertrauen mir gut tut, mir Kraft gibt. Und meinem Herzen Weite gibt. Mögen alle Wesen Vertrauen zum Leben haben.
Möge dieses Vertrauen in das Herz öffnen. Und ich lade euch ein, einen Metta-Spruch, einen Satz zu sagen und mir nachzusprechen. Möge ich friedvoll, glücklich und gelöst sein in Körper und Geist. Möge ich friedvoll, glücklich und gelöst sein in Körper und Geist. Möge ich frei sein von Verletzung und Kränkung. Möge ich frei sein von Verletzung und Kränkung. Möge ich voll Vertrauen zum Leben sein. Möge ich voll Vertrauen zum Leben sein. Mögen wir und alle Wesen glücklich sein. Mögen wir und alle Wesen glücklich sein.